Nun wurde in der Slowakei gewählt und ach so großes Wunder, es wurde jemand gewählt, der eher pro-russisch bzw. nicht so der Ukraine das ganze Geld gibt, die ganzen Waffen gibt und so weiter, wurde gewählt und oh Wunder, wer ist dagegen? Anton Hofreiter und der Grüne hat wirklich skandalöse Aussagen gesagt, beispielsweise so Sachen wie, wenn jetzt der neu gewählte Präsident in der Slowakei beispielsweise die Achsel einen slowakischen Rechtsstaat anlegt, darf beispielsweise auch kein Geld mehr aus EU-Töpfen fließen und so weiter und beispielsweise, dass es sich entscheiden muss und dass auch Berlin ein klares Signal an die Regierung in der Slowakei senden muss, nur weil diese Regierung eben nicht pro-ukrainisch ist. Da zeigt sich mal wieder, vor allem aus Sicht der Grünen, wenn jemand gewählt wird, der nicht dem grünen Narrativ entspricht, der in keinster Weise mit den grünen Medien, mit dieser ganzen grünen Ideologie übereinstimmt, dann sind die Grünen dagegen und dann sieht es ganz schlecht für den Gewählten aus. Lassen Sie mich mit Ihrer Einschätzung in diesem Fall in den Kommentaren wissen und geben Sie mir auch auf jeden Fall einen Daumen nach oben.